Hi Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls hier im unterirdischen Tempel. New Game Plus sind wir hier und wir machen jetzt mal den Drachengott. Der ist relativ happig, weil er euch meistens mit einem Schlag direkt tötet, also die ganze Lebensenergie absaugt. Obwohl ich zum Beispiel schon Stufe 107 bin, ist das bei mir auch so. Und ja, da warten wir jetzt erstmal, bis er den ersten Schlag gesetzt hat. Gehen dann hier durch, hauen das Teil hier kaputt. Jetzt, wenn er dieses Geräusch macht, gehen wir weiter wieder zurück. Ah, jetzt hat er hier wieder einen Weg frei gemacht. Jetzt kann man hier wieder durchhacken. Und gleich wieder zurück. So, erwischt uns nur ein bisschen zum Glück. Und jetzt einfach durchrennen. Wenn er die Hand da weg macht. Genau, da sollte das schon mal gepackt haben. Hier rüber konnte das natürlich auch einsammeln. Neumondgras immer super, gibt voll Energie. Das nehme ich erstmal und dann könnt ihr hier auch schon das erste Katapult bedienen. Mache ich jetzt einfach mal. Zack. Das schmeckt ihm immer besonders gut. Das haut er direkt jetzt kaputt, das Katapult. So, soweit so gut. Hälfte Energie weg. Jetzt müssen wir ungefähr das gleiche Spiel nochmal hier unten machen. Geht also einfach hier runter. Könnt ihr wieder die Treppe nehmen. Soll ich euch nicht so fallen lassen wie ich. Und jetzt gehen wir hier lang, machen das hier wieder kaputt. Hier das auch. Und soweit ich weiß, setzt er jetzt eigentlich gleich seinen nächsten Schlag. Macht das nicht, okay. Dann ziehe ich mal hier durch. Einfach weiter. Hau das hier kaputt. Und renne hier einfach durch komplett. So, hier nochmal kaputt hauen. Und weiter, weiter, weiter. Bis hier rum zum nächsten Katapult. Da schnell drauf drücken. Und dann geht's ab. Zack. So, das ist schon mal die halbe Miete auf jeden Fall. Jetzt fällt er nämlich da runter und jetzt müsst ihr dort auf die Spitze schlagen. Von seinem Kinn. Um ihm da nochmal den Rest zu geben. Ich brauche das da nicht zu beeilen. Jetzt ist wieder zurück. Deswegen hole ich jetzt erstmal hier den kleinen Kollege Salamander. Genau, dann gehen wir hier oben lang. Die Sachen könnt ihr später auch theoretisch noch einsammeln, wenn ihr den gekillt habt. Ihr müsst jetzt einfach mit, wegen des Meisters. Moment, wir müssen da runter. Hier die Treppe runter, genau. Da kann man sich auch hier fallen lassen. Dann hier runter, hier lang. Achtet darauf, dass ihr genug Energie habt. Und dann gehen wir jetzt hier zu seinem Kopf. Da gehen wir hier rüber und wieder hier runter und hier können wir jetzt draufschlagen. Achtung, jetzt weggehen wieder, durch nicht erwischt. Nochmal weggehen. Ah, und jetzt wird es eigentlich gewesen, ne? Aber und jetzt aber. So, was haben wir denn hier gefunden? Der Drachengott. Könnt euch das jetzt ansehen, wie er hier verschwindet. Körper wiederhergestellt, Dämonen besiegt. Der gibt auch nochmal 53.000 Seelenpunkte. Wie gesagt, immer nicht hier den Kaltstein vergessen. Dort auf jeden Fall einmal dran gehen. Und dann habt ihr es eigentlich schon geschafft. Da bekommt ihr noch die Seele. Und könnt dann zurück ins Nexus oder wo auch immer, was ihr jetzt gerade als nächstes vorhabt. Und so geht der gute alte Drachengott. Eigentlich relativ einfach, nur der Anfang ist ein bisschen tricky, weil er euch da wirklich mit einem Schlag kaputt macht. Und ja, Freunde, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ihr könnt euch hier jetzt noch die Sachen holen. Und gebt nicht auf. Es ist auf jeden Fall nicht so schwierig. Es sind noch nur ein paar Schritte, die man überleben muss.
Und dann klappt es eigentlich mit den Katapulten. Danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo hinterlasst. Bin noch relativ neu bei YouTube und in dem Sinne schon mal danke für eure Unterstützung. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Würde mich freuen. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.